Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir programmieren Felder und zwar mehrdimensionale Felder. Das letzte Mal haben wir in der Anwendung gesehen, wie mehrdimensionale Felder funktionieren. Heute verwenden wir einen anderen Ansatz und zwar verzweigte Array heißt die deutsche Übersetzung. Gefällt mir nicht so gut. Auf Englisch heißt es Jacked Array. Jacked heißt nämlich auch zackig, nicht verzweigt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Name ist. Zackige Arrays. Zackig, zackig. Ja, zackige Arrays werden wir machen. Ah, was ist das? Also zackige Arrays sind eigentlich ebenfalls, können n-dimensional sein, also können eine beliebige Dimension haben. Ich werde jetzt hier nur zweidimensionale Arrays vorführen oder erklären. Dreidimensionale sind entsprechend erweiterbar. Und zwar schreiben wir wieder Typ. Ja? Also wir geben dem Array wieder einen Typ und dann mache ich Klammer auf, Klammer zu. Und das hat einen Namen. Strichpunkt. Das war die normale Array-Definition. Und jetzt mache ich noch eine zweite Dimension dazu. So, also nicht ein Beistrich dazwischen, sondern zwei Arrays. Das ist jetzt ein Array von Arrays des Typs Typs. Verstehen wir es? Ja? Also wir haben ein Feld, ja? Jedes Feld beinhaltet wieder ein Feld des Typs Typs. Okay? So ist das zu verstehen. Ja? Also das definiert. Ja? Das in der Variable Name, zwei geschachtelte Felder zu finden sind. Okay, wir haben also zwei geschachtelte Felder. Also wenn wir beim Anlegen müssen wir mal ein neues Feld anlegen. Ja, das klingt jetzt deppert, aber wir legen verschiedene Felder an. Pass auf, das machen wir so. Das machen wir so. Ja, wir schreiben Type. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Ja? Und dann schreiben wir Name. Ist gleich NewType. Ja? Und jetzt eckige Klammer auf. Ja? Und jetzt schreiben wir N. Und da hinten, das lassen wir frei. Ja? Also wir haben jetzt praktisch den Namen dazugewiesen, einen neuen Typ mit N Einträgen und jeder Typ ist wieder ein Array-Typ vom Typ. Okay? Und irgendwann muss ich dann unten schreiben praktisch Name. Von 0 zum Beispiel, ja, also der erste Eintrag da drinnen, ja, und das ist NewType und da habe ich jetzt das M drinnen. Ja. Also hier lege ich n verschiedene Arrays an. Und hier weise ich dem ersten Array eine Länge von m Elementen zu. Okay? Die anderen sind noch gar nicht da. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel den zweiten Element, also hier mit 1, kann ich auch ein neues Array zuweisen.
natürlich vom gleichen Typ, weil wir haben ja gesagt, das ist ein Ray vom Typ, ja. Und jetzt Achtung, jetzt werden wir gleich wissen, warum es zackig ist, weil da brauche ich jetzt nicht M schreiben. Da kann ich zum Beispiel schreiben O. Ja? Einen anderen Wert soll das einfach bedeuten. Ja? Hier kann jedes Array eine andere Länge haben. Das heißt, das ist nicht ein ganzes Feld mit n mal m Elementen, sondern es ist ein n-Felder und jeder dieser n-Felder kann eine gewisse, kann eine Länge m, eine Länge o, eine Länge x, y, z, ist doch wurscht, der lauter verschiedene Längen haben. Das heißt, der Rand von dem Array auf einer Seite ist so zackig. Okay? Deswegen checkt Array ist eigentlich ein ganz guter Name. Ja? So schaut das aus. Ja, und da muss ich halt jedes Array für sich einzeln initialisieren. Ja. Passt, oder? So wird das gemacht. Verzweigtes Array. Jetzt kann man auch sagen, puh, was kommt da bei Länge raus? Ja, was kommt da bei Länge raus? Ja. Was kommt raus? Mit for each. Kann ich for each überhaupt anwenden? Haha. Ja, werden wir sehen. Wir werden unser Programm vom letzten Mal da erweitern für das verzweigte Array, für das checked Array, werden das gegenüberstellen. Wie kann ich etwas machen da drinnen? Ne? Also hier, wir haben ein bisschen mehr Flexibilität, aber wo mehr Flexibilität ist, hat man auch mehr zu tun, üblicherweise. Wie das funktioniert, wie gesagt, schauen wir uns wieder am Computer an. Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.